Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier zur zweiten Ausgabe unseres Videopodcasts Let's Talk History Games. Heute mal mit mir als Moderator und als Initiator des Themas sozusagen. Und ich habe heute zwei illustre Gäste wieder dabei. Und ich würde sagen, ihr beiden stellt euch jetzt erstmal vor, bevor wir überhaupt irgendwie hier anfangen, über das Thema zu reden. Fangen wir vielleicht mal mit Jan an, den kennt ihr vielleicht noch aus dem ersten Podcast. Ja genau, hallo zusammen, ich bin Jan, ich bin Historiker, jetzt auch endlich mit Abschluss und History Gamer, hat einen eigenen kleinen YouTube-Kanal unter dem Motto Let's Play History. Jo, Daniel. Jo, schönen guten Abend, ich bin Daniel Giere. Ich bin Lehrer an der Marie-Curie-Schule in Ronnenberg und habe vor kurzem promoviert zum Thema der Rezeption von geschichtlichen Darstellungen in Computerspielen und freue mich auf das folgende Gespräch. Ja, vielen Dank, dass ihr beide da sein könnt, dass wir heute mal hier zusammengefunden haben. Und ich stelle mich auch noch mal zur Komplettierung der Runde ganz kurz vor. Ich bin Bastian Davids, betreibe auf YouTube einen Kanal namens Tastenhauer, gespielte Geschichte. Und auch ich bin studierter Historiker. Und ihr kennt mich vielleicht dann auch noch aus der ersten Ausgabe sozusagen. Da war ich auch schon Teil. Da hat das Ganze Jan ja noch moderiert. Heute mache ich das mal. Und ich habe mir überlegt, wir könnten heute über das Thema Geschichtsbilder sprechen. Und was es damit auf sich hat, das würde ich ganz gerne heute mal an meine beiden Diskussionspartner mit weitergeben. Was sind denn eigentlich Geschichtsbilder und wie entstehen sie oder was wissen wir zur Entstehung von Geschichtsbildern mal so ganz grundsätzlich? Weil ich glaube, einigen Zuschauern wird dieser Begriff erstmal vielleicht nur grob oder vielleicht sogar gar nichts sagen. Ich weiß nicht, willst du anfangen, Daniel, da mal kurz zu überlegen, was sind denn eigentlich Geschichtsbilder? Du hast ja im Übrigen auch eine Arbeit dazu, zu der Thematik geschrieben, die jetzt gerade veröffentlicht wurde, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder? Hallo? Ja. Das ist wunderbar. Die Hälfte von deiner Frage war gerade leider weg. Okay. Aber vielleicht kannst du das einfach wegschalten und es geht ja wahrscheinlich um Geschichtsbilder, ne? Und ich fange einfach mal an. Ja, fang doch einfach mal an. Was sind denn Geschichtsbilder? Okay. Dann legen wir los. Also ehrlich gesagt, ist gar nicht so klar, was überhaupt Geschichtsbilder sind, denn der Begriff ist eigentlich unglaublich ungenau. Und das ist auch die Problematik, dass viele immer von Geschichtsbildern gesprochen wird, die bestimmte Personen haben, aber überhaupt gar nicht definiert ist und klargezogen ist, was man überhaupt unter einem Geschichtsbild verstehen muss. Deswegen habe ich zum Beispiel in meiner Arbeit auch gar nicht diesen Begriff verwendet. Weil wir davon ausgehen müssen, dass natürlich Geschichte ganz individuell verarbeitet wird. Jeder hat ein anderes Vorwissen, jeder bringt andere Verarbeitungen von dem, was um ihn herum passiert, mit in die, wie soll man es ausdrücken, in das Bewusstmachen von Geschichte ein. Und deswegen ist es eigentlich gar nicht so klar, was überhaupt ein Geschichtsbild ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel anfange zu erklären, was in der Französischen Revolution erzählt ist, dann ist das ja natürlich schon von meinem eigenen Vorwissen extrem stark geprägt. Und das ist bei jeder Person natürlich so. Deswegen ist es eigentlich unglaublich schwierig, überhaupt zu sagen, das und das Bild existiert überhaupt von Geschichte. Und das ist aber auch die große Schwierigkeit, warum man das eigentlich kaum untersuchen kann und es auch immer wieder Schwierigkeiten gibt und große Diskussionen darüber, ob der Begriff überhaupt sinnvoll ist, den zu verwenden. Mhm. Werde ich gleich, glaube ich, noch mal aufgreifen, um dann was ergänzend zu sagen. Aber richten wir doch die Frage erstmal noch an Jan weiter. Wie siehst du das? Ja, super spannend. Ich würde es tatsächlich ein bisschen quasi kollektiver sehen wollen, das, was Daniel gerade in Frage gestellt hat, sozusagen. Weil ich denke, das ist schon in gewisser Weise gesellschaftliche Vorstellungen über bestimmte historische Sachverhalte, Epochen, Sinnzusammenhänge und so weiter. Geschichtsbilder sind irgendwie über das Geschichtsbewusstsein oder die Erinnerungskultur ja auch
transportiert und, soll man sagen, moderiert, modifiziert und so weiter werden. Und dass diese Geschichtsbilder, wenn es sie denn so konkret benennbar geben sollte, dass sie uns eben in den diversen Medienformen, die Vergangenheitsinszenierung beinhalten, begegnen, da auch in einer gewissen Frequenz eben reproduziert werden, weil sie Anknüpfungspunkte bieten, mit denen die Rezipientinnen eben was anfangen können, dass sie quasi ohne groß zu recherchieren oder zu überlegen, sich in dem Setting zurechtfinden können. Und von daher würde ich in dem Bereich den Begriff Geschichtsbilder verwenden wollen. Okay, ihr habt da jetzt ja mit zwei relativ unterschiedlichen Argumentationen mal versucht, diesen Begriff zu umreißen. Was mir aufgefallen ist, auf jeden Fall, was Daniel eben schon gesagt hat, am Anfang hatte ich auch, wo ich meine Abschlussarbeit geschrieben habe, zu eben Geschichtsbildern in Computerspielen und wie geht man jetzt damit um, war nämlich auch, dass dieser Begriff erstmal, es gibt da eine Definition von einem Historiker namens Jeismann, der sich da mal dran gewagt hat und ich kann ihn jetzt nicht mehr wörtlich zitieren, aber das war irgendwas in der Richtung mit die kombinierten Vorstellungen von der Geschichte kulminierend in einem Geschichtsbild oder so ähnlich. Und ich habe damals für mich daraus abgeleitet, ohne dass das aus der Definition direkt ableitbar war, meiner Meinung nach, dass es natürlich auch zu einzelnen Themen oder Ereignissen oder bestimmten Epochen zu der Geschichte auch verschiedene Geschichtsbilder beim Einzelnen geben kann. Da wären wir wieder bei den Individuen natürlich. Und ich würde auf jeden Fall Daniel auf jeden Fall recht geben an der Stelle, dass das Ganze sehr individuell geprägt sein kann. Ich versuche das mal ein bisschen zu vermitteln, weil ich glaube auch, dass Jan genauso einen Punkt hat, das widerspricht sich ja auch gar nicht direkt, dass sie schon auch kollektiv geprägt sind. Also dass so allgemeine Vorstellungen von bestimmten Themen oder Zeitdimensionen von Epochen durchaus auch auf fruchtbarem Boden treffen und die Leute da abholen, wo sie stehen. Das war, glaube ich, das, was Jan ja auch eben beschrieben hat. Das war mir damals auch schon aufgefallen. Und sie sind aber immer ein bisschen fast wie so ein wabernder Nebel, sehr schwer zu greifen, finde ich. Und das macht es bei diesen Geschichtsvorstellungen, ich habe sie alternativ auch häufig dann Geschichtsvorstellungen genannt, sehr, sehr schwer. Es ist auf jeden Fall schwierig, diesen Begriff zu benutzen. Das denke ich mal, da würde ich auf jeden Fall auch meine Unterschrift runtersetzen. Und das ist sozusagen schon mal der nicht ganz einfache Einstieg in das Thema. Habt ihr denn Beispiele für populäre Geschichtsbilder? Wir können das Ganze natürlich jetzt stark auf digitale Spiele beziehen, vielleicht aber auch so aus dem Filmbeispiel das ein oder andere irgendwie mal kurz umreißen. Was wäre denn mal so ein prominentes Beispiel für ein populäres Geschichtsbild und was kann man sich so darunter vorstellen? Fangen wir vielleicht da an der Stelle mal bei Jan direkt an. Ja, da fallen mir halt gleich diverse ein, ne? Also, weiß ich nicht, das Bild der Frau im Mittelalter, so was in letzter Zeit ja immer wieder häufiger mal diskutiert wurde, oder das immer noch sehr präsente Bild der vermeintlich sauberen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg und solche Dinge. Also wirklich, Topoi, die in der populärmedialen Vermittlung irgendwie immer wieder auftauchen. Ja, also wenn ich direkt da mal einhaken darf, ich unterschreibe das auf jeden Fall, dass es so eine Art von Geschichtsbildern gibt, die auch kollektiv geprägt sind. Aber ich glaube, man verkennt da immer in so einer Situation, dass unglaublich wenig Vorwissen bei unglaublich großen Teil der Bevölkerung existiert, in denen zwar diese, ich sag jetzt einfach mal, großen Narrative immer wieder aufkommen und weitergetragen werden. Aber ehrlich gesagt besteht da auch gar nicht die Möglichkeit, das in irgendeiner Form zu dekonstruieren bei den Personen. Und deswegen störe ich mich so ein bisschen daran, also wenn ich das Beispiel der Wehrmacht jetzt aufgreifen darf, dass die im Zweiten Weltkrieg natürlich nicht sauber waren, ist klar, darüber brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Aber ich glaube, allein dieses Beispiel spielt halt bei kaum jemandem eine Rolle, weil das Wissen gar nicht so weit reicht, dass man überhaupt dazu kommen könnte, so etwas zu dekonstruieren. Und deswegen
komme ich jetzt zu dem Punkt, der mir eigentlich sehr wichtig ist, ist unsere Aufgabe als Historiker, das ernst zu nehmen. Also gerade so die wissenschaftliche Zunft tendiert ja immer dazu, in ihrem eigenen stillen Kämmerchen zu bleiben und zu sagen, naja, wir müssen das jetzt alles neu deuten und wir brauchen wieder neue Forschungsgelder. Und deswegen bringen wir dann einen kleinen neuen Akzent rein in ein Thema, das vielleicht schon seit vielen Jahren beackert wurde. Da wird aber immer wieder bei vergessen, dass eigentlich diese Grundmuster, die kollektiv weitergegeben werden, nicht aufgearbeitet werden. Und das ist eigentlich eine gesellschaftliche Aufgabe, denen sich Historikern in den letzten Jahren extrem entzogen haben. Und die werden auch in digitalen Spielen natürlich ganz extrem weitergetragen. Also ich möchte da eigentlich gar nicht so unbedingt ein Beispiel nennen, sondern möchte eher so direkt in diese, ich sage jetzt mal Wunde, die gerade existiert, richtig reinstechen. Okay, ja, da deutet ihr schon, glaube ich, ein bisschen weiter hinten in die Diskussion rein, nämlich was sind so Aufgaben, Historiker und andere gesellschaftliche Gruppen und so weiter, da kommen wir gleich noch zu. Auf jeden Fall finde ich das ganz interessant, was du gesagt hast, Daniel. Ich würde das auch wieder sehr bestätigen, dass da möglicherweise doch einiges noch im Argen liegt, wenn es um dieses geschichtliche Vorwissen in der Bevölkerung im Allgemeinen geht. Und das Problem, was wir, glaube ich, auch haben, wenn wir jetzt mal aus der geschichtswissenschaftlichen Perspektive da drauf schauen, wir haben uns, als wir uns vorhin schon vorab unterhalten haben, sind wir da auch schon ganz kurz drauf eingegangen. Das ist einfach unfassbar wenig Forschung zu geschichtlichen Vorstellungen gibt, also dass man da mal wirklich empirische Forschung hätte, wo man guckt, was für Vorstellungen sind wie in gewissen Gruppen beispielsweise bei Schülerinnen und Schülern verankert oder so. Da gibt es extrem wenig bisher zu, seit Jahrzehnten schon, obwohl diese Spiele unter anderem ja doch, wie man ja inzwischen wirklich weiß, sehr intensiv bei jüngeren Menschen genutzt werden. Und dennoch haben wir sehr wenig belastbares Material, auf das wir uns da irgendwie beziehen können. Eher so fast nichts, wenn man ganz ehrlich ist. Und das ist definitiv eine Sache, die ich auch definitiv unterschreiben würde, dass wir da eigentlich mehr auch schon mal als Historiker reingehen müssten und wirklich uns mal mit dem Thema dezidiert auseinandersetzen und auch wirklich dazu unter anderem auch empirisch dann eben forschen und nicht nur uns bei den klassischen Themen aufhalten. Also ich finde so allgemein der ganze Bereich Public History, Geschichtsvermittlung im öffentlichen Raum, wie man den jetzt auch genau ausdefinieren möchte, ich glaube, das ist schon eine Aufgabe, die immer noch, oder ein Bereich, der eher so im amerikanischen Raum eigentlich ursprünglich herstammt, der aber hier gerade im deutschen Raum irgendwie immer noch nicht richtig angekommen ist. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob ihr da eine andere Wahrnehmung drauf habt. Mein Eindruck ist das irgendwie, dass wir da hinterherhinken irgendwie. Weiß ich nicht, wie seht ihr das? Also ich würde sagen, im Bereich Public History hat sich eigentlich in den letzten Jahren viel getan. Wo ich aber zustimmen würde, ist, dass es quasi in der gesellschaftlichen Debatte eigentlich nicht präsent ist. Also dass es trotzdem, glaube ich, zu fachlich bleibt, zu sehr in Museen und so typische Orte der Vermittlung von Vergangenheit irgendwie gebunden bleibt einfach. Und irgendwie, das kritisiere ich oder bemerke ich eigentlich auch seit Beginn meines Studiums, dass sozusagen so Historikerinnen und Historiker sich eigentlich in gesellschaftliche Debatten und auch gerade dann auch Debatten über historische Themen irgendwie sehr, sehr, wenn dann zurückhaltend einbringen, aber meistens irgendwie auch gar nicht einbringen. Da ist auf jeden Fall noch sehr viel Luft nach oben. Mhm. Daniel, würdest du das sehen? Ja, also es ist definitiv immer Luft nach oben im geschichtswissenschaftlichen Zweig, weil ich denke, es ist halt leider ein Bereich, der viel zu wenig Wichtigkeit geschenkt wird. Also nicht nur im universitären Raum, sondern auch im schulischen Raum. Ich meine, das Fach wird halt andauernd gekürzt. Aber trotzdem werden halt immer mehr Medien produziert, in denen Geschichte verarbeitet wird, weil es halt sinnvoll ist, Geschichte zu verarbeiten in vielen Medien, weil doch schon eine gewisse Art von Vorwissen bei allen existiert und man viele Dinge dann beispielsweise in der Spielwelt nicht erklären muss, was halt ein Riesenvorteil ist, auch für die Entwickler, warum sie das natürlich auch nutzen.
Also, Star Wars-Universum muss ich erstmal jemandem erklären, der es noch überhaupt nicht kennt. Aber irgendwie eine Vorstellung von Antike, wie vielleicht Athen ausgesehen haben könnte, davon hat jeder irgendwie so eine gewisse Art von Vorstellung. Und das muss man erstmal nicht groß erklären. Und da hat man natürlich einen riesen Vorteil. Insofern wird das meistens immer unterschätzt. Und ja, ich finde es sehr schön, dass gerade auch im deutschsprachigen Raum jetzt sehr viele Professuren eingerichtet werden für Public History. Es sind jetzt inzwischen ein paar zumindest. Man kann sich noch, glaube ich, an zwei Händen abzählen, aber sie kommen. Aber es ist immer noch wird einfach noch nicht ernst genug genommen. Das ist wirklich schade. Ja, also würde ich auch wieder unterstreichen. Ich erinnere mich da noch an meine Studienzeit, die ist jetzt auch schon ein paar Jahre wieder her, aber damals hatten wir auch im Studium schon bei dem einen oder anderen Dozenten, der einen oder anderen Dozentin, hatten wir schon das ein oder andere Seminar mal gehabt, wo es dann wirklich darum ging, wie wird in zum Beispiel in Filmmedien, da waren dann so Beispiele wie die Historienfilme der Antike mit Troja oder Alexander dem Großen dann irgendwie behandelt und geschaut, was steckt da geschichtlich eigentlich drin, kann man da irgendwelche Aussagen treffen, was auch die Produzenten dazu geäußert haben, wie sie recherchiert haben, was sind da für geschichtliche Vorstellungen drin, wieder vielleicht sowas wie Geschichtsbilder. Also das ging damals auch schon los, aber war immer noch so in so einem ganz kleinen Rahmen und geforscht wurde halt wirklich ganz wenig. Inzwischen, wie gesagt, ihr habt es schon erwähnt, gibt es da neue Professurstellen. Es tut sich was, aber nach wie vor relativ wenig. Und was Jan gesagt hat, würde ich auch noch mal gerne aufgreifen, nämlich, dass das in diesem gesellschaftlichen Diskurs irgendwie noch nicht so richtig durchstößt. Das ist irgendwie auch mein Eindruck. Das würde ich definitiv auch bestätigen. Da können wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen genauer drüber sprechen. Ich wollte noch eine Sache ein wenig nachhaken, und zwar, wo wir bei den Beispielen mit den Geschichtsbildern relativ schnell jetzt schon in die andere Diskussionsrichtung abgebogen sind. Ich habe neben dem, was Jan zum Beispiel genannt hat, mit sauberes Bild der Wehrmacht, also ich habe allgemein das Gefühl, oder die sehe in vielen dieser Zweiten Weltkriegsspiele zum Beispiel auch das Problem, dass man dort mit einer sehr klassischen Vorstellungen von militärischen Operationen zum Teil auch arbeitet, was natürlich bei der Wehrmacht das eigentlich eines der größten Probleme dann wird, weil es dort eben dann nicht klassisch bleibt. Bei anderen Ländern fällt das weniger ins Gewicht, wenn man jetzt zum Beispiel die Westfront betrachtet und die Alliierten nimmt oder so, dann fällt das gar nicht so sehr auf. Aber ich habe so das Gefühl, da werden so klassische Vorstellungen ganz häufig, und das betrifft nicht nur den Zweiten Weltkrieg, aus dem 19. Jahrhundert irgendwie perpetuiert, also immer wieder neu aufgegriffen und neu weitergeführt, die eigentlich, und da muss man wirklich sagen, da kann man fast jedes History Game inzwischen nehmen, mit wenigen Ausnahmen, dass da häufig Vorstellungen aus dieser Zeit des Historismus eigentlich sehr wirkungsmächtig sind. Insbesondere wenn ich an sowas denke wie große Männer machen Geschichte. Dieses typische Ding, wo es dann hieß im 19. Jahrhundert, auch in der Geschichtstheorie, man solle Geschichte bitte so darstellen, wie sie gewesen sei oder wie sie gewesen ist. Dieses bekannte Ranke-Zitat war es, glaube ich, der da ganz prominent sich dahingestellt hat, ja, so sollen Geschichtswissenschaftler zu der damaligen Zeit bitte schön arbeiten. Und ich habe so das Gefühl, dass viele der Spiele genau das versuchen. Und das knüpft dann wieder an sowas an wie eine ja, Authentizitätsdebatte. Die haben wir jetzt im Bereich des Arbeitskreises ja auch häufig schon als Diskussion gehabt. Inwiefern geht historische Authentizität, historische Genauigkeit, Akkuratesse, das sind so Begriffe, die fliegen dann irgendwie immer durcheinander. Und ich glaube, da rührt vieles aus so Historismusvorstellungen her, die sich meines Erachtens nach auch ganz lange irgendwie in weiten Teilen der Bevölkerung gehalten haben und die sich dann eben äußern, dass Geschichte dann doch eher die Geschichte der zum Beispiel großen Männer ist. Teilweise, wie Jan das schon angesprochen hat, auch manchmal mit der extremen Betonung der Männer, wo dann Frauen irgendwie nur diese Zuguck- oder Zuschauerrolle haben. Wir hatten da diese ganze Diskussion um das Frauenbild von Kingdom Come letztens auch noch mal im Rahmen dieser Nominierung für den Deutschen Computerspielepreis für die beste internationale Spielwelt gehabt.
Wo ich auch sagen würde, das Frauenbild, was da dargestellt wird im Spätmittelalter, ist durchaus in Frage zu stellen. Das heißt nicht, dass es jetzt so war oder so war. Und ich würde schon sagen, es gibt auf jeden Fall Deutungsspielräume, die das Spiel einfach nicht thematisiert. Und sowas, finde ich, das begegnet einem in diesen historischen Videospielen einfach sehr, sehr stark. Diese alten Vorstellungen, wie man sie eigentlich aus dem Historismus noch kennt. Das hätte ich jetzt noch gerne, habe ich jetzt noch ganz gerne ergänzt, weil ich finde, das macht diese Spiele irgendwie schon ein Stück weit aus. Weiß nicht, wie seht ihr das? Ob da vielleicht andere Wahrnehmungen bestehen? Das würde mich natürlich auch interessieren an der Stelle. Vielleicht also, Daniel, genau. Ja, gerne. Vielleicht jetzt nicht unbedingt auf die Spiele direkt. Ja, ich würde sagen, es wird natürlich vieles weitergetragen und ja, es gibt immer diese Darstellung, genau so war das. Das sieht man ja nicht nur in den Kriegsspielen, sondern auch in den bekanntesten Videospielen wie bei Assassin's Creed. Da gibt es eine Erzählung und die ist halt ganz klar und präsent und das ist bei den Kriegsspielen nicht anders eigentlich. Ich glaube, damit wird halt einfach nur ein Bedürfnis befriedigt, das oder so die Nutzer haben. Es ist natürlich unglaublich schwierig, so einen Shooter zu spielen und gleichzeitig noch damit zu kämpfen, wie ich das eigentlich zu deuten habe, was da gerade passiert. Also letztendlich ist das ja nicht das Spiel, was das Spiel soll, sondern das Spiel soll unterhalten in dem Moment. Und das ist natürlich einfacher, eine feststehende Erzählung zu haben, die auch einfach zu verstehen ist, zum größten Teil. Und es kommt natürlich auf das Spiel an und es gibt Spiele, die spielen damit ein bisschen, dass sie bestehende Narrative irgendwie aufbrechen. Aber viele greifen einfach die einfachen Erzählungen auf und vermitteln einen, dass ja genau so war das und nicht anders und man hat das nicht anders zu verstehen, weil halt diese Spielerbedürfnisse befriedigt werden. Und dabei muss man immer so ein bisschen unterscheiden, gar nicht sagen, machen das jetzt die Spieleentwickler extra oder geht es eigentlich darum, die Nutzer zu befriedigen. Ich glaube auch, dass viele von den Nutzern selber gar nicht wissen, dass Geschichte eigentlich absolut von Diskursivität geprägt ist. Das ist ja eigentlich das Grundlegende des Fachs, Kontroversität und Diskursivität. Und dass wir eigentlich überhaupt gar nicht, sobald ein Moment vergangen ist, wir ihn gar nicht mehr rekonstruieren können. Das ist einfach nicht mehr möglich. Und deswegen wissen wir eigentlich zu keiner Zeit in der Vergangenheit, was wirklich passiert ist. Zu keinem einzigen. Es geht jetzt trotzdem darum, zu unterscheiden, worauf können wir uns denn verlassen? Und dann geht es natürlich in die Quellenkritik. Und das wird auch meiner Meinung nach viel zu wenig ernst genommen, auch wenn ich jetzt den Blick in den Geschichtsunterricht gucke. Dass das kaum eine Rolle gespielt hat, zumindest in meiner Schulausbildung. Heutzutage wird da extremer Wert drauf gelegt in der Ausbildung der angehenden Lehrerinnen und Lehrer. Und ich glaube, der Geschichtsunterricht hat sich da auch extrem gewandelt, zu sagen, nein, wir haben nicht mehr diese feststehenden Erzählungen und lernt jetzt mal auswendig, was bei der im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Davon ist man ein bisschen ab. Aber es besteht halt so ein allgemeines Bedürfnis dazu. Und das macht es immer problematisch. Ganz allgemein bei Geschichte. Und dann sind wir natürlich immer wieder bei Ranke. Auf eine gewisse Art und Weise. Der kommt immer wieder. Der kommt immer wieder, ja. Okay. Ja, also muss ich absolut zustimmen. Wir haben damals in der Schule, das ist ja bei mir auch schon ein bisschen her, haben wir Quellendiskussionen und sowas gemacht, aber da würde ich auch rückblickend sagen, da wäre auch noch mehr Luft nach oben gewesen, wie immer. Ja, zu den Darstellungen in den Spielen. Also klar, das, was erwartet wird oder das, was sozusagen das Minimum, das man noch irgendwie identifizieren kann, das ist als Hintergrundfolie, als Tapete irgendwie ausreicht. Das ist sozusagen das, was geliefert wird in den meisten Fällen. Das ist logisch und das, wie Daniel ja gesagt hat, hängt es auch vom Spieltyp ab. Also was haben wir für ein Spiel? Wie gesagt, ein Ego-Shooter kann sich jetzt nicht so intensiv mit den Zusammenhängen auseinandersetzen. Sonst ist er dann irgendwann halt kein Ego-Shooter mehr. Allerdings muss man auch sagen, dass man jetzt irgendwie das auch differenzierter machen könnte als die meisten Shooter, die so auf dem Markt sind. Ja, und das ist eigentlich auch immer so mein Ansatz oder Kritikpunkt, gerade bei so Spielen, die dann zusätzlich zum eigentlichen Spiel noch Hintergrundinformationen liefern. Da finde ich es immer sehr irgendwie
fast amüsant, das zu beobachten, wenn es dann so Lexika oder sowas im Spiel gibt, in denen man nochmal Sachen nachschlagen kann oder so. Da wird aber trotzdem halt immer nur eine einzige Deutung der Zusammenhänge präsentiert und nicht gesagt, hier, schau mal, es gibt die und die Ansätze und irgendwo dazwischen ist vielleicht das, was wir uns historisch vorstellen müssen oder können, sondern da wird dann immer eine Linie vorgegeben und es wird auch gar kein Bezug irgendwie hergestellt zu Quellen oder zu Forschungsdebatte oder dergleichen mehr. Ja, die Frage ist dann halt, wie gehen wir jetzt damit um? Was machen wir da? Es gibt ja so ein paar Arbeiten dazu, zum Beispiel von Tara Copplestone, die mal verschiedene Gruppen in diesem ganzen Prozess um digitale Spiele befragt hat, eben also auch Menschen, die in der Entwicklung und in der Vermarktung und so weiter tätig sind. Und auch im Umfeld des Arbeitskreises haben wir das ja gelegentlich, dass Entwicklerinnen und Entwickler sagen, ja, wir haben schon Interesse, mal intensiver über Geschichtsbilder oder über die historischen Zusammenhänge, die wir hier in unseren Spielen darstellen, zu sprechen, das zu diskutieren, auch mal gemeinsam zu überlegen, wie könnte man es denn differenzierter machen und ohne halt anzufangen, die Spielerinnen und Spieler zu langweilen oder so oder halt vom eigentlichen Spielerlebnis zu weit wegzuziehen. Aber da fehlt halt noch die praktische Umsetzung, ne? Also ich sehe das jetzt, habe das noch nicht erlebt, dass tatsächlich jetzt mal eine Tagung oder eine Konferenz oder so stattfindet, wo man sich mal hinsetzt mit, weiß ich nicht, 30 Historikerinnen und Historiker und 30 Entwicklerinnen und Entwickler und jetzt diskutieren wir mal, wie können wir das denn spielmechanisch oder inhaltlich und so weiter mal umsetzen. Das wäre eigentlich so ein Punkt, den ich mir wünschen würde, dass das mal irgendwie Fahrt aufnimmt. Würde ich absolut. Aber Daniel, du hast noch was zu sagen. Mach erst Ja, mal. wenn ich direkt mal eingreifen darf, also nur um darüber zu informieren, es gibt jetzt eine Tagung an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg und zwar ist die nächste Woche Freitag und Samstag am 29. und 30. März und da wird genau das versucht, nicht explizit zu digitalen Spielen, sondern Leute aus der Produktion selbst und Historiker zusammenzuführen, um zu sagen, alle möglichen Medienformate, mit denen sich die Public History auseinandersetzen muss, Ideen zu entwickeln, wie man das Ganze angehen kann. Also genau das Thema, was du gerade gesprochen hast, wird genau in ungefähr 10 Tagen besprochen. Ich freue mich da auch schon sehr drauf, weil ich selber daran teilnehme. Und dann natürlich das Glück habe, auch digitale Spiele zu repräsentieren, aus Sicht der Historiker. Leider hat der Spieleentwickler Jörg Friedrich, der eigentlich dafür eingeladen war, abgesagt. Ja, Deswegen schon. bleibt der Diskurs da Schade. wahrscheinlich aus. Aber ja, ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, dass man definitiv mehr Leute zusammenbringen müsste. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man gerade bei den Entwicklern auch da auf offene Türen stößt, dass sie auch, dass da auch ein Großteil Interesse hat, sich mit Historikern auszutauschen. Und das sollten wir definitiv angehen und würde ich auf jeden Fall mal unterstreichen wollen. Ja, also wie gesagt, da würde ich auch sagen, das ist eine sehr schöne Sache, dass mal so eine Tagung stattfindet. Wer es nicht weiß, für die, die jetzt hier zuschauen, Jörg Friedrich, das ist einer der beiden Entwickler zu dem Spiel The Darkest of Times. So ganz grob umrissen, wenn ich weiß, worum es in dem Spiel geht, da spielt man quasi den Chef oder eine Widerstandsgruppe im Dritten Reich und versucht quasi möglichst lange, vielleicht sogar bis zum Ende der Befreiung sozusagen 45 mit dieser Widerstandsgruppe zu überleben und muss dann entsprechend für Gefolgschaft sorgen, muss Infoflyer verteilen in den Straßen und so weiter, kann Leuten helfen, kann dabei zugucken, hat verschiedene Entscheidungsoptionen dabei. Ich hatte das Glück, ich konnte letztes Jahr auf der Gamescom, auf der Indie Arena Booth, hieß es glaube ich damals, auch dieses Spiel einmal kurz in dieser Preview-Version anspielen. Und das ist definitiv deswegen so spannend, auch gerade dieses Spiel, weil die Entwickler auch hingegangen sind und gesagt haben, wir wollen explizit ein Spiel machen, das sich seiner Politizität, nee, jetzt komme ich gerade auf den richtigen Begriff nicht, also seiner Politischheit, nein, das ist garantiert ein falscher Begriff, ihr wisst vielleicht, was ich meine, also bewusst ist und nicht sagt, wir sind ein apolitisches Spiel oder so, sondern wirklich sagen, nein, weil wir uns in einer Zeit heute bewegen, wo
rechte Kräfte auch erstarken, haben wir uns dazu entschlossen, dieses Spiel zu machen, aus der Perspektive eben einer Widerstandsgruppe im Dritten Reich und nicht irgendwie alliierte Befreier, wie wir das 20 Millionen Mal inzwischen in irgendwelchen Shootern schon gesehen haben. Und sie haben auch ein ganz anderes Konzept. Das ist also eher so eine Art Narrative-Game kombiniert mit ein bisschen Strategieteil drin, soweit ich das bisher gesehen und verstanden habe. Also ein ganz interessantes Spielkonzept auch. Das wollte ich nur mal gerade loswerden, weil es vielleicht auch den einen oder anderen Zuschauer gibt, der von dem Spiel vielleicht noch gar nichts gehört hat, weil es halt eine kleine Entwicklerschmiede, glaube ich, nur ist mit ihren zwei Mann, die da in Berlin tätig sind. Ein ganz spannendes Projekt unter anderem, was du da gerade auch erwähnt hast, den Jörg Friedrich. Ja, so, jetzt muss ich gucken, dass ich den Faden nicht verliere. Ich wollte nämlich eigentlich noch mehr sagen, aber ich hoffe, ich kriege das jetzt noch zusammen. Vielleicht müsst ihr mir da aber noch mal mithelfen. Ich glaube, ich habe gerade leicht den Faden doch verloren, was ich jetzt irgendwie noch dazu sagen wollte. Ach so, doch, wegen der ganzen Sache so rund um Diskursivität in Spielen, und das betrifft, glaube ich, auch nicht nur Spiele, also digitale Spiele, Brettspiele, sondern wirklich auch andere moderne Medienerzeugnisse. Da ist ja, glaube ich, auch die Tagung, die du da erwähnst, die in Freiburg nächste Woche stattfindet, ja, glaube ich, auch offener konzipiert, wenn ich dich da richtig verstanden habe gerade. Es ist schon grundsätzlich, glaube ich, wichtig, da so einen gesellschaftlichen Diskurs erstmal anzuregen. Mir fiel als Spielbeispiel, eben wo Jan schon erzählt hatte und dann auch du, Daniel, fiel mir ein, dass zum Beispiel ein Spiel wie Crusader Kings 2, ich weiß nicht, ob euch das geläufig ist, von den Entwicklern um die schwedische Firma Paradox Interactive, die entwickeln das seit 2012, das Grundspiel mit vielen DLCs und Add-ons und hat ganz viele neue Mechaniken bekommen in der Zwischenzeit. Ich spiele das inzwischen sehr intensiv, auch bei meinem YouTube-Kanal als Let's Play. Meine Zuschauer werden das schon kennen. Versuche das auch rollenspielerisch zu machen, und das gibt extrem viele Möglichkeiten, wie man dieses Spiel spielt. Historisch, ahistorisch, rollenspielerisch. Man hat unglaublich viele Möglichkeiten. Und was mich von Anfang an bei diesem Spiel beeindruckt hat, ist, dass es hingegangen ist und gesagt hat, mittelalterliche Herrschaft funktioniert bei mir im Spiel über die Persönlichkeiten, über die Figuren, die Herrschaftsfiguren. Weil so unterschiedlich wie die Herrschaftsfiguren sind, so unterschiedlich kann dann auch entsprechende Herrschaft ausfallen. Und es gibt auch regionale Unterschiede im Herrschaftssystem, ob es ein Feudalsystem ist, ob es ein Stammessystem wie bei nordländischen Kulturen ist oder sowas ähnliches. Und es hat eine extrem hohe Diversität, auch in seinen Gameplay-Mechaniken, ist natürlich deswegen ein riesenkomplexes Monster, könnte man sagen, was die Game-Mechaniken angeht. Aber sobald man sich da einmal richtig reinfuchst, sieht man eigentlich, wie schwierig es ist, in diesem Spiel noch wirklich auf so wirklich einfache, herunterbrechbare Geschichtsvorstellungen zu kommen, die man jetzt irgendwie als problematisch einstufen könnte oder so. Fällt mir zumindest persönlich schwer. Vielleicht bin ich da ein bisschen biased im Englischen, also ein bisschen voreingenommen, positiver Art, das kann natürlich auch sein. Aber ich finde die Idee ganz interessant, von der grundsätzlichen Mechanik her zu sagen, mittelalterliche Herrschaft ist in weiten Teilen, natürlich ist das Mittelalter eine Riesenepoche, darüber müssen wir nicht sprechen, das Spätmittelalter funktioniert schon ein bisschen anders wie das Frühmittelalter, was Herrschaft angeht, sehr viel anders womöglich, aber das geht erstmal dahin und sagt, grundsätzlich hängt alles erstmal vom Herrscher ab, und es hängt davon ab, wie er drauf ist und wie er seine Herrschaftsaufgaben interpretiert, wie er mit Ereignissen umgeht und so weiter und so fort. Daraus entfaltet sich natürlich dann auch irgendwie so ein Narrativ, so eine Geschichte, der nicht unbedingt klassischen mittelalterlichen Geschichtsbildern entsprechen muss. Und das finde ich super spannend, auch aus einem weiteren Gesichtspunkt, nämlich, weil dieses Spiel hat Verknüpfungen zu Wikipedia-Links angelegt. Und zwar zu jedem Charakter gibt es oben einen Wikipedia-Link, den man anklicken könnte. Meiner Erfahrung nach funktionieren die aber meistens nicht, weil es dann doch fiktive Charaktere sind, und es kann ja nicht auf einen fiktiven Charakter verlinkt werden auf Wikipedia. Aber wenn man einen historischen Charakter hat, so zumindest die Theorie der Spieldesigner, kann man da draufklicken und kriegt dann den Wikipedia-Artikel angezeigt. In der Theorie, wie gesagt, ich habe das praktisch noch nicht geschafft, dass das funktioniert, weil ich immer mit irgendwelchen Fiktivcharakteren rumgelaufen bin, die es eben nicht gibt.
auf der Plattform. Aber das ist erstmal angedacht von den Entwicklern. Deswegen kam ich darauf, weil Jan ja schon erzählt hat, da gibt es dann irgendwelche Lexika oder Nachschlagewerke oder so. Da verlinken die tatsächlich oder versuchen es zumindest auf Wikipedia zu verlinken. Und das finde ich deswegen spannend, weil es gibt natürlich bei Wikipedia, je nachdem, welche Sprache man erstmal auswählt, ganz unterschiedliche Artikel. Und wenn man dann im deutschsprachigen Raum guckt, es gibt bessere und weniger gute Artikel aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive. Auch da ist natürlich mit der Kuration immer, ist das immer so eine Sache. Und die Entwickler denken dann, naja, wenn das auf Wikipedia steht, oh, da haben wir ja erstmal schon viel gemacht. Irgendwo, wenn man das vergleicht mit anderen Spielen, machen die da auch schon sehr viel. Aber das ist natürlich so der Ansatzpunkt, von dem wir dann quasi ausgehen müssen, wenn wir mit Spieleentwicklern auch dann darüber sprechen, was erstmal so deren Ideen sind. Wie könnte man denn auf gewisse Themen verweisen oder so irgendwie drauf zitieren? Wikipedia-Link, reicht das aus? Ist erstmal besser als nichts natürlich, aber ja, über solche Sachen kann man sich dann unterhalten. Und das ist, denke ich mal, schon ein Leuchtturmbeispiel von einem Spiel, was sich unglaublich viel Mühe gibt. Demgegenüber fällt mir leider immer wieder dasselbe Beispiel ein, weil ich darüber im Blog auch geschrieben habe. Zum Zweiten Weltkrieg Shenandoah Games, ein amerikanischer Entwickler, hat Drive on Moscow entwickelt. Ich will jetzt auch nicht wieder anfangen, also ich möchte dieses Spiel nicht bashen und seine Entwickler, weil die tun mir wirklich ein bisschen leid, weil ich das immer wieder anführe, das Beispiel. Aber die haben die Ostfront als Thema, Drive on Moscow, also dieses Rennen sozusagen, das auf Moskau stattfindet, aus deutscher Perspektive. Man möchte unbedingt noch vor dem Wintereinbruch dort ankommen, um 41 Moskau erobern zu können. Und diesen Narrativ nehmen die als Grundausgangspunkt für ein Strategiespiel. Erstmal ganz standardmäßig, kennt man auch aus vielen anderen Spielideen, sowas zu übertragen mit so einer taktischen Strategie. Jetzt ist es aber so, die haben auch ein Lexikon da drin. Und dieses Lexikon ist wochenbasiert. Das heißt, für jede Woche, in denen dieser Konflikt stattgefunden hat, also die fangen an, ich glaube, im September schon, Ende September oder irgendwas, 41, und das geht dann durch bis Dezember, Januar 41-42. Die gehen dann quasi durch und Woche für Woche gibt es dann quasi den Bericht sozusagen von der Front, was ist passiert, auf welcher Seite, wer hat Erfolg gehabt, wer konnte Siedlungen halten, wo gab es Vorstöße und Schwierigkeiten, wo sind die Deutschen dann irgendwann im Morast versunken, weil der Herbst dann doch eingesetzt hat und die Infrastruktur ja in Russland so extrem schlecht war. Das alles wird in dem Lexikon erwähnt. Was aber nicht erwähnt wird, sind eben all die Dinge, die eben als schreckliche Geschichte dort passieren. Also, dass die Wehrmacht nämlich genau in diesem Zeitpunkt anfängt, aktiv sich zu verstricken, auch in Aktionen, Siedlungen niederzubrennen, die Bevölkerung massenhaft zu erschießen und dann entsprechend zu entsorgen. Das sind alles Dinge, die an der Ostfront genau in dem Zeitpunkt gerade erst so richtig anfangen, wo vorher eigentlich die hinteren Einheiten hintenrum aufgeräumt haben, die SS-Einheiten, die hinterhergegangen sind, hinter der Front sozusagen, und dann die Kriegsverbrechen begangen haben. Das ist ja so der Mythos, der sich dann immer auch transferiert hat, das wäre dem ganzen Krieg so gewesen und die Wehrmacht hätte sich da nie irgendwie schuldig gemacht. Und gerade in diesem Zeitraum, wo es eben sozusagen um alles geht für die Wehrmacht, da ist man sich dann auch nicht zu schade einzugreifen und zu sagen, gut, ist Befehl von oben, machen wir jetzt, wir müssen uns beeilen, wir müssen gleich wieder weiter, also zack, zack. Und auf einmal hat man diese Riesenkriegsverbrechen dann doch ganz aktiv drin, die auch überall belegt sind in allen möglichen Feldpostbriefen und anderen Quellen der Generalität, der Offiziere und so weiter und so fort. Aber im Lexikon nicht ein einziges Wort davon. Also wirklich null. Das so, dass man wirklich als Geschichtswissenschaftler davor sitzt und denkt, puh, also wenn ihr euch das Setting auswählt und das dann ganz ausblendet, das ist aber wirklich richtig schwierig. Also da habe ich dann als Spieler vielleicht noch nicht das Problem mit, aber spätestens, wenn ich geschichtswissenschaftlich mich da eingelesen habe, dann denke ich mir, boah, das geht überhaupt nicht. Und ja, das sind so die beiden Beispiele, an denen ich vielleicht mal so auf beiden Seiten deutlich machen kann, wie weit so eine Zitierbarkeit gehen kann und wo da vielleicht auch die Schwierigkeiten liegen, in Zukunft da überhaupt dran zu gehen. Ja. Okay, das war jetzt sehr viel Monolog. Es tut mir leid, dass ich euch da nicht weiter eingebunden habe, aber das hat sich jetzt so ein bisschen entfaltet. Okay. Ich würde auch direkt kurz darauf eingehen und ich versuche mich auch kurz zu fassen. Okay.
Also du hast es ja angesprochen mit der Zitierbarkeit und wie man eigentlich dann mit der Geschichte umgehen muss. Ich glaube, das ist halt immer noch das Problem, dass viele Spieleentwickler halt falsch gebildet wurden, was Geschichte angeht. Also ganz falsch an das Fach rangehen, dass sie halt noch nach diesem Rangschen Thema suchen. Und es gibt diese eine Erzählung. Und da ist natürlich das Beispiel mit Jörg Friedrich und Through the Darkest of Times. Ein unglaublich schönes, wo halt ganz klar gesagt wird, nein, wir müssen halt diese Erzählung durchbrechen und wir müssen halt auch mal in Spielen Themen thematisieren, die halt nicht so spannend sind wie Moskau zu stürmen. Also nicht Moskau zu stürmen, sondern den Versuch zu unternehmen, Moskau zu stürmen. Sondern eher negativ besetzte Themen, die natürlich nicht ganz so viel Spaß machen. Also jetzt auf den ersten Blick. Und das ist natürlich echt ein Problem. Da müssen wir eigentlich auch ran und die Spieleentwickler fortbilden. Und das ist eigentlich eine ganz große Aufgabe, die an die Geschichtswissenschaft in den nächsten Jahren kommt. Und wo ich mir verspreche, dass die Public History als Zweig der Geschichtswissenschaft eine große Verantwortung übernehmen muss und auch übernehmen wird in den nächsten Jahren. Ich würde das definitiv unterstreichen, ja. Also, ja, klar. Also, das würde ich wirklich ganz genauso sehen. Auch was du gesagt hast, dass diese Meistererzählung, die wir jetzt da an Ranke auch festgemacht haben, irgendwo, dass das so das Kernproblem ist, was auch viele Entwickler mit sich rumtragen, das sehe ich ganz genauso. Und ich glaube, was du schon sagst, dass man da hingeht und Spieleentwickler fortbildet, da ist natürlich immer die Frage, wie kommt dieser Kontakt erstmal zustande? Das frage ich mich immer so, wenn ich mir überlege, gut, es gibt jetzt dann, wie du schon sagst, in Freiburg demnächst diese Tagung. Das ist auf jeden Fall erstmal, das sind ja erste Schritte, die überhaupt erstmal stattfinden müssen. Irgendwo muss man ja anfangen. Aber das ist immer so das, wo ich denke, ja, eigentlich da muss es hingehen, dass wenn man schon nicht davon ausgehen kann, dass Historiker XY irgendwie dauernd bei der Spieleentwicklung drüber gucken kann oder dabei sein kann, involviert sein kann, das wäre vielleicht auch noch ein alternatives Modell, halte ich aber wahrscheinlich für weniger praktisch umsetzbar. Vielleicht in Zukunft, wenn es da versiertere Historiker noch für gibt, die wirklich auch mit Spielen sich auskennen, mit sowas wie Game Design und das dann wirklich kombinieren können irgendwie. Aber das sind wirklich so die ersten Schritte, die man irgendwie meiner Meinung nach auch gehen muss, damit wir da ja zu einem anderen Umgang hinkommen, was diese ganzen Geschichtsvorstellungen angeht. Das würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Ich weiß nicht, hast du noch was zu ergänzen dazu, Jan? Ja, gerade lag es mir schon auf der Zunge, dazwischen zu gehen. Also dieses, was du gerade so ein bisschen angedeutet hattest, der die beratende Historiker in der Medienproduktion ist, glaube ich, nicht so das, was wir oder was man sich wünschen sollte. So, das kennen wir schon lange, lange Jahre aus dem filmischen Bereich. Das kennen wir zum Teil jetzt auch aus dem spielerischen Bereich. Das ist immer sehr problematisch, finde ich. Die können natürlich auch nur, also in der Regel sind es dann ein, zwei Personen oder so, vielleicht, wenn es hochkommt. Die werden dann mit einem ganz bestimmten Themenbereich oder so beauftragt oder quasi hingesetzt, um abzuhaken, ja, da haben wir irgendwie einen historischen Verweis, dass das Haus so oder so ausgesehen hat, ne? Aber das hilft uns quasi in unserem Anliegen jetzt nicht weiter, dass wir, wo wir uns wünschen, dass Spieler halt stärker differenzieren oder sowas. Da muss es einfach einen generellen, einen stärkeren Austausch geben, was Daniel auch schon gesagt hatte, zwischen Historikerinnen und Historikern und Entwicklerinnen und Entwicklern. Ja, wenn ich da direkt nochmal einhaken darf. Ich meine das auch nicht in der Richtung, dass Historikerinnen und Historiker zu Rate gezogen werden sollen, um dann halt die richtige Erzählung im Spiel zu präsentieren. Darum geht es überhaupt gar nicht. Es geht definitiv darum, dass Spieleentwickler daran geschult werden müssen, dass Geschichte eben nicht eindeutig ist. Dass wir immer darüber diskutieren und dass das natürlich auch ein spannender Ausgangspunkt sein kann für digitale Spiele. Also warum soll ich denn nicht auch mal einen Shooter machen, der verschiedene Ausgänge hat? Ich meine, es gibt inzwischen so viele Spieleentwickler, man muss sich auch ein bisschen absetzen auf dem Markt. Und da steckt eine große Chance drin. Und allein die ganzen geschichtswissenschaftlichen Grundlagen, die zu vermitteln, ist eigentlich das Wichtige. Also wie gehe ich überhaupt erstmal ran, wenn ich ein Thema erschließe? Es geht mir überhaupt gar nicht darum, Spieleentwickler, die Geschichte verarbeiten in ihren Spielen, zu beraten, was denn jetzt die richtige Darstellung von dem Wappen einer Familie aus dem Hochmittelalter ist oder so. Darum geht es gar nicht. Das ist nicht deren Aufgabe,
sondern deren Aufgabe ist, die Spieleentwickler darin zu schulen, selber sich das Wissen zu erarbeiten und dann halt nicht nur auf diese relativ plumpen Ideen zu kommen, einen Wikipedia-Artikel zu verweisen, was immerhin schon mal gut ist, ja, okay, besser als nichts, aber... Aber da können wir nicht stehen bleiben, ne? Ja, das genau, ist für dich auch unterstreichen, ja. Methoden. Die brauchen Methoden und die können sie nicht. Und das ist meiner Meinung nach aber auch ein Problem gewesen, allgemein der Schulbildung in den letzten Jahren, dass viel zu wenig Wert auf die Methoden im Fach Geschichte gelegt wird. Das ist halt immer sehr einfach. Ich weiß, ich weiche jetzt ein bisschen ab, aber ich finde den Punkt wichtig, nur um das zu erklären, der Gedanke, kein der Problem, dahinter absolut steht. Absolut richtig. Also. Wenn man jetzt in die Schule guckt, dann ist es halt so, die haben halt das Fach Geschichte und da gibt es halt ganz viele Themen, bei denen sie auch nicht so von überzeugt sind, dass für die das wichtig ist. Also warum soll ich denn was zur Französischen Revolution lernen? Naja, vielleicht muss man mal gucken, wie Menschenrechte entstanden sind und dass es gerade in dieser Zeit passiert und Aufklärung, wie hängt das alles zusammen und dass überhaupt erstmal Ideen entwickelt wurden. Naja, warum können wir nicht auch ein Herrschaftssystem mal hinterfragen, das gerade existiert und so. Kann man schwer erklären. Das, was die Schüler wollen, ist, was muss ich für die Klausur lernen? Und da wird es immer relativ eindeutig meistens. Und dann sage ich denen, was ihr können müsst, sind Methoden. Das heißt, ihr müsst Quellen erschließen können und ihr müsst wissen, welche Schritte ihr machen müsst, um eine Quelle zu erschließen. Ja, aber was soll ich denn dann hinschreiben, wenn ich die deuten muss? Ja, das ist halt immer diese Eindeutigkeit und die wird halt immer wieder gesucht und meine Vermutung ist einfach, dass unglaublich viele Schülerinnen und Schüler, die durch das ganze Schulsystem durchgegangen sind, diesen Schritt nie durchbrochen haben, sondern immer wieder danach suchen. Ja, aber es gibt doch die eine Erzählung. Hey, jetzt erzähl doch mal, wie war das denn jetzt genau? Und also wir müssen vielleicht gar nicht direkt bei den Spieleentwicklern reingehen, sondern wir müssen vielleicht ins Schulsystem gucken und ganz früh anfangen, dem Fach wieder mehr Wichtigkeit zu geben, gerade in der heutigen Zeit, wenn es darum geht, alles Mögliche zu deuten. Es wird ja immer nach Wahrheiten gesucht, gerade heutzutage. Es gibt halt viele verschiedene, die parallel laufen. Und da müssen wir halt schauen, dass wir auch früh anfangen, das mit aufzugreifen. Und das ist eine total schwere Aufgabe. Es ist richtig schwer, das zu erklären und das auch jungen Menschen zu erklären. Und es wird wahrscheinlich auch sehr schwierig sein, das Spieleentwicklern zu erklären, weil sie immer mit ihrer Brille als Spieleentwickler dran denken. Aber das zu durchbrechen, da müssen wir irgendwie ran. Und ich habe auch noch keine Idee, ich weiß nicht. Keine Ahnung, vielleicht habt ihr ja eine. Also soweit wäre ich definitiv auch noch nicht, dass ich sagen kann, ich habe jetzt hier so eine Patentlösung oder auch irgendeine Patentidee, die ich anmelden könnte. Das wäre richtig schön, weil dann könnte man nämlich richtig mal rangehen. Aber auf der anderen Seite, ob es da überhaupt eine Patentlösung gibt, ist dann die nächste Frage. Du hast ja richtig darauf verwiesen, es gibt ja nicht den einen Weg, den man da gehen kann. Und ich würde dir auch wirklich zustimmen, mediendidaktisch und medienpädagogisch ist einfach extrem wichtig, dass das schon früh anfängt, weil letztlich all die Spieleentwickler, die du auch schon erwähnt hast und auch wir, die wir jetzt auch als ausgebildete Historiker irgendwie hier sitzen, uns darüber unterhalten, auch wir haben wir selber schon festgestellt, bei uns in der Schule war das ja, wenn, dann auch eher die Ausnahme. Also ich kann mich schon daran erinnern, es gab ein, zwei Lehrer, die haben da, glaube ich, für ihre damalige Zeit schon waren schon ganz weit, was sowas angeht, mit kritischer Quellendiskussion, mehrere Perspektiven anbieten und die dann eben entsprechend methodisch deuten oder so. Aber das war echt die Ausnahme, auch bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das hat wahrscheinlich unter anderem dazu geführt, dass ich das auch irgendwie studiert habe dann später und auch gesagt habe, das interessiert mich so sehr, das möchte ich auf jeden Fall weiterführen. Aber das sind Sachen, die sind, glaube ich, ganz langfristig einfach ganz wichtig, dass man da dran geht. Ich hatte nämlich eigentlich auch mir als Frage so ungefähr vorformuliert, wie gehen wir als YouTuber, Historiker oder Lehrer, wusste ja, dass du auch Lehrer bist, Daniel, mit diesen Geschichtsbildern oder mit diesen Vorstellungen um. Von daher habt ihr mir das eigentlich schon super vorweggenommen und wir sind da jetzt schon mittendrin gewesen. Ich denke mal, was wir höchstens noch uns fragen können, da ist Daniel vielleicht so ein bisschen aus der Diskussion ausgeklinkt, in Anführungsstrichen. Aber so für uns, die wir jetzt auch einen YouTube-Kanal betreiben, Jan, wie siehst du denn das? Wie gehen wir als YouTuber damit eigentlich um, die wir uns jetzt ja zum Beispiel History Games, zumindest bei mir und bei dir, zum zentralen Inhalt gemacht haben? Und wenn wir diese Spiele spielen, wie gehen wir denn mit solchen Vorstellungen am besten um? Leg mal los. Ja, also ist natürlich auch super schwierig, ne? Weil du kannst nicht, und das will man ja auch als Historiker nicht, die ganze Zeit da sitzen und sagen, ja, hier, jetzt guck dir mal an, wie das hier dargestellt ist im Spiel, das ist ja totaler Humbug oder so.
Das macht halt niemandem Spaß, das anzugucken. Und das macht einem auch selber keinen Spaß, es zu spielen dann. Mhm. Sondern ich glaube, man musste einfach so einen Mittelweg finden. Die Idee bei meinem Kanal war damals auch, das ist in letzter Zeit leider ein bisschen eingeschlafen wie der Kanal generell, weil ich einfach nicht so viel Zeit hatte, aber das Gameplay einfach entsprechend halt mit historischen Hintergrundinformationen zu unterfüttern in gewissen Abständen oder wenn sich das halt eben anhand dessen, was man da im Spiel irgendwie zu sehen bekommt, anbietet, das mal zu problematisieren und ja, vielleicht einfach mal so 10, 20 Minuten gezielt über einen bestimmten Themenzusammenhang zu sprechen und zu sagen, okay, es gibt die und die Deutungsmöglichkeiten, die in der Geschichtswissenschaft diskutiert werden und das Spiel bietet uns jetzt irgendwie entweder eine Option an, die jetzt da in dem Feld drin ist oder eine ganz andere sogar noch und dann halt mal so ein bisschen anzuregen, darüber nachzudenken, wo kommt es eigentlich her, wie Spiele das machen und warum sie Geschichte so darstellen, wie sie es tun. Das ist, glaube ich, das, was wir tun können. Ja. Ich habe da irgendwie inzwischen auch einen ähnlichen Ansatz zu, kriege den aber auch nicht immer so umgesetzt, wie ich das eigentlich gerne möchte. Also ich habe aktuell ja ein Projekt laufen, wo ich quasi so eine Großreise durch das Mittelalter wieder in Crusader Kings 2 angetreten habe mit verschiedenen Charakteren. Sobald ein Charakter in irgendeiner Form gestorben ist, nach einer gewissen Anzahl von Jahren, wechsle ich das Land, die Region und versuche wirklich möglichst viel von der Welt abzubilden, eben in einer fortlaufenden Zeit. Also wir bewegen uns dann Jahre, 30, 40 Jahre nach vorne, dann gibt es den nächsten Charakter. Aktuell gerade sind wir mit Norek unterwegs, also das historische Vorbild von Norwegen. Wir sind bei den Nordmännern und heute kam die Folge gerade auch frisch raus, wo wir das hier aufnehmen. Und ich habe wirklich, ich glaube, das Video war auch ziemlich lang, 35 Minuten. Ihr merkt ja schon, manchmal bin ich da nicht so zu bremsen mit meinen Monologen. Aber ich habe schon versucht, ein bisschen zu problematisieren. Was ist eigentlich dieser Begriff Wikinger? Wo kommt der her? Wie wurde der geschichtlich aufgegriffen, verwendet? Und wo gab es auch Kritik daran? Wie sieht man das heute? Und wie sehen wir das jetzt auch im Spiel implementiert? Also wo sind hier die Wikinger? Und wo müsste man eigentlich differenzieren, wo das Spiel das eben nicht macht? Also das Spiel zum Beispiel kennt eben halt die Herrscherperspektive, es kennt die großen Anführer, die Generäle oder auch eben die Könige und Herzöge und Grafen. Aber das Spiel kennt ja zum Beispiel nicht die einfachen Leute, die Bauern, die Fischer, die Händler, Handwerker oder irgendwas anderes, was sonst so in der Gesellschaft unterwegs ist. Die sind höchstens als Soldaten, als wehrpflichtige, einzuziehende Leute in Zahlen da, aber die spielen ansonsten im Spiel halt wirklich gar keine Rolle. Und auf sowas mal hinzuweisen und auch zu sagen, da ist eben eine Grenze von so einem Globalstrategiespiel, weil das geht auch nicht. Du kannst nicht jede Perspektive und jede Schicht quasi repräsentieren innerhalb einem kohärenten Spielsystem. Das ist die Quadratur des Kreises am Ende des Tages. Aber darauf zu verweisen, dass das eben nicht drin ist, weil man sich auf das andere fokussiert und dass dadurch natürlich auch Begriffe problematisch sein können, wenn sie verwendet werden, nicht nur im Spiel. Also konkretes Beispiel wieder die Wikinger. Wir kennen da diese modernen Film- oder Fernsehserien und Filme. Wie hieß das noch? Vikings, diese, glaube ich, nicht auf Netflix, auf Amazon Prime, wie auch immer, die es da irgendwie gibt im Internet. Habe ich auch mal die ersten Staffeln damals gesehen, vor einigen Jahren. Fand die auch ästhetisch irgendwie ansprechend, diese Serie. Aber wenn man dann mal so ein bisschen reingeschaut hat, wie war denn das mit den Wikingern? Ich weiß es auch nicht mehr so genau. Lese ich mich mal so ein bisschen ein, so ganz grob erstmal, und stellt dann so fest, naja gut, das und das ist schon ganz okay, das andere vielleicht dann auch wieder nicht. Also muss man dann wieder differenzieren halt und anfangen, das Ganze so ein bisschen ja, kritisch zu sichten, so wie man das ja aus der Geschichtswissenschaft zum Beispiel kennt. Aber ich denke mal auch für die Zuschauer, die das jetzt hier sehen oder so, einfach völlig unüblich ist, sich hier irgendwie mehrere Quellen zu nehmen und die methodisch zu untersuchen oder so. Das macht ja niemand sonst im Alltag. Man guckt sich den Film, die Serie an, spielt das Spiel und das ist es dann in der Regel auch. Also ich denke, da haben wir auch einfach noch viel, da sind irgendwie alle gefragt, also würde ich jetzt mal so sagen. Nicht nur wir YouTuber, wir Historiker oder irgendwie die Lehrer in der Ausbildung, die sind auch ganz wichtig auf jeden Fall. Die Spielehersteller haben wir schon angesprochen, die Produzenten. Und was ich jetzt leider nicht mit in der Runde hier drin habe als Perspektive, wo wir eigentlich auch angefragt hatten, den Domschott, der hatte jetzt aber leider keine Zeit, der ist auch viel beschäftigt, mal so einen Spielejournalisten, der so freiberuflich da tätig ist, mal zu befragen. Wie sieht es denn eigentlich im Spielejournalismus aus? Ich weiß nicht, habt ihr da irgendwie eine Meinung zu?
Würdet ihr euch in der Richtung irgendwie was wünschen oder seht ihr da Defizite, was die da in Zukunft vielleicht noch machen könnten, um da diesen Geschichtsbildern dem Ganzen so ein bisschen eine Differenzierung zu geben und das aus, ja, aus anderen Perspektiven mal zu betrachten? Also, wenn ich mir die Spielemagazine angucke, dann ist eine Sache, finde ich, sehr auffällig, was die Geschichtsdarstellung angeht, dass die Spielemagazine sehr häufig natürlich die Spiele an den Spielbeschreibungen selbst messen. Das heißt, die Spiele kann man ja überall lesen, bei Steam und sonst wo, auf den, naja, die gibt es ja nicht mehr, diese DVD-Boxen und weiß ich nicht was, wo ja mal drauf stand, dieses tolle Spielerlebnis wirst du erleben, wenn du das Spiel in die Xbox schmeißt oder in die PlayStation. Und daran messen sie das. Und da sind meistens auch schon beschrieben, was geschichtlich passiert in den Spielen, zumindest die, die dominant Geschichte verarbeiten, wie Assassin's Creed oder andere Teile. Und da fällt mir so ein bisschen auf, dass sie meistens immer nur diese Geschichtsdarstellung nehmen und dann auch in den eigenen Erzählungen verarbeiten und sagen, ja, das ist ja ganz okay dargestellt. So das, was sie draußen beschrieben haben, ist ja auch okay. Und das ist halt zu einfach. Da machen sie sich zu einfach und da recherchieren sie meiner Meinung nach nicht genug. Zumindest bei vielen Artikeln, die ich in den letzten Jahren gelesen habe. Und da würde ich mir schon wünschen, dass da ein bisschen kritischer Ton angeschlagen wird. Es geht nicht um die Spiele, die Geschichte als Randphänomen betrachten, sondern es geht mir gerade um diese Spiele, die ganz stark auch auf den Geschichtscharakter eingehen. So wie die Assassin's Creed-Reihe halt. Indem man ganz klar sagt, das ist ein Markenargument und das ist hauptsächliche Erzählung findet halt dort statt. Und dann muss man auch mal rangehen und da vielleicht auch mal ein, zwei Bücher zu lesen. Und das passiert natürlich nicht. Ich weiß, dass man auch nicht immer die Zeit hat, alles genau zu recherchieren, aber zumindest so eine leichte Kritik auch mal, was die Geschichtsdarstellung angeht, klingen zu lassen. Das höre ich sehr selten. In der GameStar gab es mal 2016, glaube ich, einen Beitrag dazu. Da wurde dann ein Artikel von Frau Schwarz zitiert, was auf jeden Fall schon mal sinnvoll war, in dem auch gesagt wurde, versucht wurde, das ein bisschen aufzuleuchten. Wie wird dann eigentlich Geschichte dargestellt im Spiel? Und es ist auch kritisch zu sehen. Aber in den Artikeln, die sie dann selber über die Spiele schreiben, habe ich das dann wieder nicht gefunden. Und das fand ich dann wieder ein bisschen irritierend, muss ich sagen. Ja, also ich teile den Eindruck absolut. Glücklicherweise gibt es ja mittlerweile einige, wie du schon gesagt hast, freiberufliche JournalistInnen oder kleinere, ja, so Gaming-News-Homepages und so weiter, die sich den historischen Inhalten schon ein bisschen differenzierter annähern und so weiter. Gerade im englischsprachigen Bereich gibt es das ja, also wenn wir an Polygon und Kotaku und so weiter denken, wo irgendwie regelmäßig sehr differenzierte und kritische Beiträge veröffentlicht werden. Das vermisse ich im deutschsprachigen Raum bisher irgendwie sehr. Ja, aber ich glaube, da so ein bisschen tut sich ja auch von Entwicklerinnen und Entwicklerseite her, wenn wir uns eben so Indie-Studios oder kleinere Projekte anschauen, ob und inwieweit die natürlich jetzt quasi die gesamte Computerspiellandschaft oder digitale Spiellandschaft verändern oder beeinflussen, das bleibt halt abzuwarten. Aber da gibt es ja schon einige. Also wir haben ja schon über Through the Darkest of Times gesprochen. Ich weiß nicht, so Sachen wie Papers, Please und so, die sind ja wahrscheinlich allgemein bekannt. Morgen oder übermorgen, weiß ich gerade gar nicht, morgen glaube ich, erscheint zum Beispiel We the Revolution, was ich super spannend finde, von einem polnischen Entwicklerinnenstudio, wo man die in die Rolle eines Tribunalrichters während der Französischen Revolution schlüpft und ja eigentlich quasi wie in Papers, Please vor moralische Entscheidungen gestellt wird, wo man die Bedürfnisse der revolutionären Massen befriedigen muss und die Interessen der Jury und der eigenen Familie und halt noch versuchen muss, irgendwie die Revolution zu überleben und gleichzeitig seinen Job als Richter zu machen. So. Solche Ansätze finde ich super spannend und hoffe ich auch, dass wir da in Zukunft noch mehr in die Richtung sehen werden. Ja. Ja. Wobei man bei den Spielen natürlich auch immer bedenken muss, also alle, die jetzt genannt wurden, Through the Darkest of Times wird
wahrscheinlich ja auch dazu gehören, muss man leider sagen, und genauso wie Papers, Please. Es ist ein Randphänomen und das wird halt nicht von einem Großteil der Personen gespielt. Und die Spiele, über die man sich eigentlich unterhalten muss, sind halt die AAA-Games, die halt eine unglaublich große Reichweite haben, die weltweit gespielt werden und ein Millionenpublikum erreichen. Und das sind eigentlich die, über die wir sprechen müssen. Klar gibt es immer wieder diese kleinen, schönen Beispiele, bei denen man erkennen kann, ja, es wird aufgebrochen, aber bei den großen AAA-Games, da kommen sie immer noch mit einem Rangschen Schema. Und das zum größten Teil und das fast immer. Und das ist halt echt schade. Absolut. Ja, das würde ich auch unterstreichen, das hätte ich jetzt auch ergänzen wollen. Ich hatte beim ersten Mal, also bei unserer ersten Podcast-Ausgabe, hatte ich doch damals noch das Rückseitencover von Anno 1404 zitiert. Ich habe das nämlich hier bei mir stehen. Ich bin jetzt nur zu faul, hier über alles rüberzugreifen, mir das nochmal runterzuholen. Da gab es ein Zitat hinten drauf, das und das wird dargestellt, so und so viel Gebäude und Handwerk, Produktionsketten, bla bla bla. Haben wir hier so ein Zahlengeplunkel da quasi. Und am Ende dann der Satz irgendwie, ja, all das lässt das 15. Jahrhundert vor deinen Augen wieder auferstehen. Also das typische Marketinggeblubber, wo genau das wieder drin ist, diese Meistererzählung, dieses so war es und wir lassen es jetzt sogar für euch wieder auferstehen. Ne? Das ist dieses Typische und das hat sich, Anno ist glaube ich 1404, 2009 muss das erschienen sein oder so. Das ist ja schon auch schon circa 10 Jahre her, aber demnächst kommt zum Beispiel Anno 1800 raus. Und da möchte ich jetzt gar nicht drauf verweisen, ich verweise jetzt mal drauf, das wird sehr interessant zu gucken, wie die zum Beispiel mit diesen ganzen Themen rund um Imperialismus, Kolonialismus umgehen, weil 19. Jahrhundert ist nochmal, was das angeht, eine ganz, ganz andere Hausnummer. Und ich glaube, da haben sie sich mit ihrem Friede-Freude-Eierkuchen-Ansatz nicht unbedingt einen großen Gefallen getan. Sozusagen, wir machen das jetzt alles so lieb und fein und dann holt man aus Expeditionen die Tiere von Übersee ran, ne, die Elefanten und wie sie alle heißen, exotischen Tiere, packen die in die Zoos, das sieht alles ganz schön aus. Der Hintergrund dessen wird natürlich wieder nicht beleuchtet, wie diese Tiere schon massenhaft verreckt sind bei dem Transport, dass die natürlich erstmal brutal gejagt werden in ihren Heimatländern. Und wir reden ja noch nicht mal über die Menschen, wir reden erstmal nur über die exotischen Tiere, geschweige denn Sklaverei, die immer noch eine Rolle spielt, natürlich dann durch Abolitionismus und Co. natürlich auch langsam an Popularität verliert im 19. Jahrhundert, aber schon noch ein sehr wichtiges Thema ist. Und dann stellen die sich da mit ihrem, ich weiß gar nicht, was es war, war das auch irgendwie einer von Ubisoft, der dann im GameStar-Interview gesagt hat, ja, unser Spiel soll ja auch nicht politisch sein oder so, also von offizieller Seite her, und man sich dann schon so denkt, gut, dann habt ihr euch aber vielleicht den falschen Zeitraum ausgewählt, weil da wird es natürlich schon noch ein bisschen schwieriger von der geschichtlichen Perspektive her, als wenn ich jetzt das Spätmittelalter nehme, wo das Ganze ja noch nicht mal eingesetzt hat. 1404, wenn wir mal wirklich auf die Jahreszahl gehen würden, ist ja noch nicht mal Amerika entdeckt. Natürlich gibt es da schon erste Expansionsbestrebungen und sicherlich sind die Gedankengänge überlegene Europäer gegen sehr unterlegene Ureinwohner schon da, aber in der Ausprägung noch mal was ganz anderes wie dann im 19. Jahrhundert. Und das wäre bei Anno 1800 eigentlich natürlich in irgendeiner Form zu thematisieren. Man muss es ja jetzt nicht zentral in irgendwelchen Gameplay-Mechaniken abbilden, das will ich gar nicht irgendwie verlangen oder so. Aber wenigstens mal irgendwie im Narrativ oder so einen Verweis drauf geben, es gibt noch andere Perspektiven von Leuten, die vielleicht jetzt von deiner Art und Weise, wie du hier Ressourcen ins Land führst, vielleicht weniger begeistert sein könnten, und dass das Ganze noch eine andere Seite der Medaille hat, das scheint da wieder überhaupt nicht stattzufinden, weil man natürlich sagt, naja, wir haben doch hier so einen schönen Baukasten und das sieht doch alles so super aus, und dann gibt es irgendwann auch die Arbeiterschaft, die lehnt sich mal auf, und das haben sie wiederum drin, interessanterweise. Andere Sachen wahrscheinlich nicht. Und das sind dann so Sachen, wo ich mir dann so denke, das sind eben die Spiele, die massenhaft rezipiert werden und wo dann wieder genau diese Meistererzählung vorkommt und wo es dann wieder genau um diese Sachen geht. Und wahrscheinlich, wenn wir uns wieder mundfusselig reden oder die Hand wundschreiben, zumindest habe ich das vor für meinen Blog, mich da mal dezidiert nach Erscheinen des Spiels mit auseinanderzusetzen, was ist da geschichtlich drin, was fehlt offensichtlich oder zumindest wird komplett ausgeblendet. Und ich glaube, das wird recht ertragreich sein, leider. Ich hätte es auch lieber auf der anderen Ebene, dass man wirklich sagt, oh, die haben aber wenigstens mal hier eine kleine Andeutung reingepackt oder so. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass es da viel Bewegung gibt in der nächsten Zeit bei diesen großen Titeln. Das wollte ich dazu auch noch mal am Rande
bestätigend nochmal loswerden irgendwie. Ja, aber wahrscheinlich haben die Entwickler auch gar keine andere Wahl gehabt. Die Quersumme muss ja immer 9 sein, ne? Und deswegen ist ja 1800. Ja, genau. Sie mussten ins 19. Jahrhundert, weil die Quersumme da so ergibt, genau. Ja, das ist, ja, wie gesagt, aber man kann ja auch jetzt, das führt jetzt auch zu weiter, man kann ja auch in den ersten Teil reingehen oder in einen der Zwischenteile, ich glaube 1701 müsste das andere gewesen sein, genau, muss ja wieder 18 ergeben, genau. Also 1701, da hatten sie es ja auch schon vor einigen Jahren, oder den ersten Teil 1602, da sind natürlich so Sachen wie Kolonialismus auch schon total unaufgegriffen geblieben, außer dass man halt Inseln besiedelt hat und dann gab es Plantagen. Wer darauf arbeitet? Irgendwelche Leute. Das sind so die Sachen, das ist ja ein altes Dingen und das hängt natürlich damit zusammen und das würde ich auf jeden Fall nochmal hervorheben wollen, dass diese Spiele natürlich markengebunden sind. Die haben ihre Marke aufgebaut. Klar ist, ich muss irgendwie Inseln besiedeln in Anno, auch wenn es vielleicht in 1404 oder 1800 gar nicht mehr so viel Sinn macht, überhaupt Inseln zu besiedeln und dort dann eine europäische Gesellschaft aufzubauen, während die eigentlich in Europa sein müsste, auf dem Kontinent. Aber gut, das sind dann eben diese grundlegenden Spielmechanismen, die sich etabliert haben. Und ich glaube, auf Seiten der Spieleentwickler ist das sowieso ein noch viel größeres Problemfeld. Nicht nur geschichtlich, sondern auch, dass immer wieder funktionierende Spielprinzipien in dem Markt, in dem diese Spiele produziert werden, immer wiederholt werden, bis es fast schon nicht mehr geht. Die müssen immer die x-te Wiederholung haben, weil man weiß, das funktioniert. Aber Spieleentwicklung ist so teuer und so risikohaft auch in den letzten Jahren wieder geworden, dass man ganz risikoavers designt und dann sagt, naja, wenn wir da aber abgehen, wer weiß, oh, dann kaufen das viel weniger und nachher gibt es dann noch, wie bei Battlefield 1, dann nachher noch irgendwie Konfusion und alle sind verwirrt. Was ist das denn jetzt? Prothesen bei Ersten Weltkriegssoldaten? Das will ich jetzt aber nicht. Und dann wird das weniger gekauft. Dem Vernehmen nach haben sie ja nicht so Riesenverkaufszahlen dann auch gehabt bei Battlefield 5. Nach diesem ganzen Desaster rund um Trailer und Launch und hast du nicht gesehen, da gab es ja noch viel mehr Probleme bei. Aber das sind so die Sachen, wo die Entwickler dann halt auch einfach sagen, nee, dann nehmen wir das, was wir schon mal hatten und was funktioniert. Und machen das ein bisschen hübscher und ein bisschen aktualisierter für ein paar Komfortfunktionen, dies und jenes. Und das ist es dann erstmal. Und davon wegzukommen, ich glaube, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da in den nächsten 2 Jahren eine große Besserung sehen oder dass das dann schnell bei den AAA-Entwicklern großartig zu Veränderungen führt. Ich würde es mir wünschen, keine Frage, aber ich glaube, da muss man auch realistisch sein und sagen, na, da werden wir die strukturellen Produktionsbedingungen in der Spieleindustrie wahrscheinlich nicht umbiegen können mit unseren kleinen Perspektiven, die wir hier quasi auch einnehmen. Ne? Das ist ja randständig, ganz klar. Aber trotzdem finde ich es sehr gut, dass wir heute darüber mal gesprochen haben. Abschließend an euch, habt ihr noch irgendwie Ergänzungen jetzt zum Schluss? Gibt es da noch irgendwie Fragen oder ungeklärte Dinge zu Geschichtsbildern, Geschichtsvorstellungen in History Games? Bei euch? Sieht nicht so aus. Dann würde ich sagen. Auf jeden Fall, doch. Aber ich will erstmal Jan das Wort geben, weil ich hatte gerade schon geredet. Ja, aber wenn es dir auf der Zunge liegt, dann mal raus damit. Ja, okay. Ja, was mir jetzt, was fast ein bisschen schade ist, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, was eigentlich von den Geschichtsdarstellungen bei den Nutzern ankommt. Und das ist eigentlich mit die entscheidende Frage, weil das ja das ist, wo wir Historiker rangehen müssen und sagen, naja, das müssen wir aufarbeiten. Weil es steht ja immer noch aus, zu untersuchen, ob die Geschichtsspiele, also die Spiele, die Geschichte verarbeiten, auch einen großen Einfluss haben, was das Geschichtsbewusstsein der Nutzer angeht. Und das scheint wohl der Fall zu sein. Man kann es zumindest vermuten. auf Grundlage von Studien, die durchgeführt wurden in letzter Zeit. Und da würde ich halt plädieren dafür, dass da definitiv rangegangen werden muss und gesagt werden muss, ja, diese Spiele haben großen Einfluss. Und das ist genau das, was du vorhin auch schon angesprochen hattest, Basti, mit den, naja, es ist diese Meistererzählung drin und es wird halt einfach nicht thematisiert, problematische Themen. Ja, dadurch, dass sie nicht angesprochen werden, sind sie aber auch nicht präsent in der Spielerschaft. Und das ist das größte Problem. Also sie müssen in irgendeiner Weise verarbeitet werden. Und wenn es halt wenigstens nur angesprochen wird oder bei Ladesequenzen. Ich meine, wie viele Spiele arbeiten inzwischen damit, dass sie bei Ladesequenzen irgendwelche Spielmechaniken erklären oder sonst was? Na, dann kann man da auch mal ganz kurz erzählen, so ey, sorry, unsere Geschichte
Selbstdarstellung greifen halt ein bisschen zu kurz, weil wir halt ein Spiel sind. Aber folgende Sachen musst du bedenken, wenn es um diese Zeit geht oder so. Kann man ja wunderbar nutzen, wird aber halt nicht gemacht, sondern da werden halt andere Dinge verarbeitet. Und da müssen wir irgendwie ran, die Entwickler in die Verantwortung zu ziehen. Das wäre mir extrem wichtig. Ja. Ja, absolut. Ja, bleibt zu hoffen, dass die Geschichtswissenschaft sich da in nächster Zeit auch noch intensiver mit auseinandersetzt. Gerade was halt die empirische Arbeit angeht, wo Daniel jetzt quasi den Aufschlag gemacht hat, was digitale Spiele angeht. Wo man dann aber, wie gesagt, auch nochmal die Langzeitwirkung quasi sich anschauen müsste. Ich weiß gar nicht, ob es bei im filmischen Bereich eigentlich was zur Langzeitwirkung gibt. Mir ist da im Kontext meiner Masterarbeit jetzt auch nur quasi ein ähnliches Modell oder ein Experimentaufbau, quasi wie du das durchgeführt hast, begegnet. Also wo auch ähnliche Befunde quasi für den Film rauskamen, kann man sagen, wenn man so ganz grob über einen Kamm scheren will. Das ist natürlich schon irgendwie, da gibt es eine Wirkung. Das, was da gezeigt wird, das wird irgendwie auch aufgenommen. Und da quasi die Vorstellung, die die Versuchspersonen zu dem bestimmten historischen Zeitraum, der behandelt wurde, hatten, unterschied sich jetzt bei der Befragung, bevor sie den Film gesehen hatten, zu der Befragung, nachdem sie den Film gesehen hatten und solche Dinge. Aber was halt quasi langfristig davon hängen bleibt oder welche Geschichtsbilder, jetzt benutze ich den Begriff wieder, sich da irgendwie festsetzen sozusagen, dazu gibt es noch nicht so viel. Ja. Ja, also ich würde da auch noch mal zu sagen, auch ich habe ja damals eine Abschlussarbeit da diesen Fragebogen entworfen und mal gezielt Aussagen quasi aus diesen, jetzt heute würde man sagen, aus diesen Meistererzählungen versucht abzuleiten und die dann bei Schülerinnen und Schülern mal erfragt, zwischen Stimme zu, Stimme eher nicht zu und Stimme nicht zu, sich mal zu positionieren. Und auch da sind die ein oder anderen Aussagen schon größtenteils bejaht worden, die man durchaus mit großen Fragezeichen versehen kann. Also zum Beispiel irgendwie, dass Fortschritte in Militär- und Waffentechnik das bedeutendste Merkmal des Zweiten Weltkriegs gewesen seien. Jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, dass es natürlich große Fortschritte in der Militär- und Waffentechnik gegeben hat. Ich glaube, darüber brauchen wir hier keine zwei Meinungen aufzumachen. Aber dass die jetzt das bedeutendste Merkmal des Zweiten Weltkriegs unbedingt seien, darüber kann man sicherlich lange und breit diskutieren und kommt zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen möglicherweise. Aber das wurde doch größtenteils zum Beispiel bejaht. Oder dass man sagt, menschliche Geschichte war immer vom Fortschritt geprägt, so in Anlehnung an so Spielereien wie Civilization, wo man dann von der Frühgeschichte bis zur modernen Geschichte eigentlich einen sehr steten Aufwärtsdrang hat, was Entwicklung kultureller, wirtschaftlicher, militärischer Art angeht und so weiter. Das wurde schon sehr stark bestätigt. Also diese Indikatoren, diese Indizien, die gab es damals bei mir auch schon in der Arbeit, dass das tatsächlich irgendwie ankommt. Die Frage ist natürlich immer, ist das dann konkret spielebezogen? Kommt das auch aus anderen Medien? Befruchtet sich das so crossmedial gegenseitig und so? Das sind auch ganz spannende Fragen, die noch gar nicht wirklich bisher erarbeitet wurden und die auf jeden Fall noch ausstehen. Aber ich würde prinzipiell schon sagen, dass es da mit Sicherheit Übernahmeprozesse gibt. Ich habe damals bei meiner Arbeit auch noch eine Auswahl an qualitativen Interviews geführt, relativ kurze Interviews mit ausgewählten Schülerinnen und Schülern. Und da kamen auch ganz unterschiedliche Ergebnisse zustande, wie Daniel das schon formuliert hat. Das ist eben sehr individuell geprägt. Da gab es einige, die waren total reflektierend und haben gesagt, naja, aber so wie das im Spiel war, muss man natürlich schon ein bisschen gucken. Und ich habe ja auch letztens irgendwie eine Doku gesehen und da war es dann auf einmal doch ein bisschen anders. Und solche Sachen kamen dann als Aussagen auch ganz ab und zu halt auch mit rein. Bei anderen gab es gar keine kritische Reflexion offensichtlich und bei wieder anderen war es irgendwie so ein Mittelding. Also, oder die haben sogar den Unterricht herangezogen, wo anscheinend der Unterricht sie so gut vorbereitet hat, dass sie dann sagen konnten, naja, aber damals in der Unterrichtsreihe, da haben wir ja gesehen so und so, dass das nicht so einfach war und dass es da auch mal was anderes gab als das, was wir jetzt im Spiel gesehen haben. Also es war schon dann relativ differenziert, wenn man im Detail reingeschaut hat. Somit, ja, das sind einfach so Forschungslagen, die fehlen aber größtenteils noch, wie ihr das schon beschrieben habt. Das wäre auf jeden Fall schön, wenn sich das in Zukunft ändern kann. Ich glaube,
wenn ihr damit einverstanden seid, wir haben nämlich schon ein bisschen überzogen, sehe ich gerade, können wir aber, glaube ich, das Gespräch jetzt auch, die Diskussion hier langsam abschließen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es ist auch, glaube ich, echt einiges bei rumgekommen, wo man Stoff zum Nachdenken hat. Und ich hoffe auch für unsere Zuschauer, die das hier an den YouTube-Endgeräten sozusagen konsumieren. Ich hoffe, die sehen das ähnlich. Bin sehr gespannt auf die Kommentare, die natürlich gerne reintrudeln sollen, damit wir da auch nachträglich noch ein bisschen uns mit auseinandersetzen können. Gut, ich bedanke mich bei euch beiden, bei Daniel und bei Jan, dass ihr mitgemacht habt und würde sagen, wir verabschieden uns und ja, auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.